wollte heute mit euch über meine Favoriten sprechen. Oktober ist mein liebster Monat im Jahr, eigentlich. Und auch dieses Jahr war er vorne mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen könnte, das war mein liebster. Es ist einfach, hat sich so viel verändert und so viel Neues ist passiert. Aber vor allem gute Sachen. Aber ich hatte auch viele Probleme, vor allem was Geldsorgen betrifft und dass das und das und das nicht klappt. Aber alles in allem kann ich schon sagen, Oktober war vorne mit dabei. Deswegen will ich unbedingt ein Favoritenvideo drehen. Diese Favoriten stehen jetzt hier schon teilweise 2 Monate drin. Ich mache ja nicht jeden Monat eins. Und gleich das erste, was ich mir letztes Mal aufgeschrieben hatte, also das, was mit am längsten schon hier drin steht, ist eine YouTuberin, und zwar Liz Purvis. Ist eine aus der UK und der folge ich schon lange, aber ich habe nie wirklich ihre Videos entdeckt. Und ich mag aber ihren Style unglaublich gern. Er ist chic, verspielt, aber trotzdem casual. Und das finde ich sehr schön. Und angefangen zu suchen und richtig zu lieben, habe ich sie, als ich die Videos geguckt habe, von Inside the Wardrobe of. Das erste, was ich davon geguckt habe, war das mit, wie hieß die gute? Lily Mitchells oder so? Gott, fällt mir das jetzt nicht ein. Auf jeden Fall so einer Blonden, der ich auch auf Instagram folge und deren Style ich auch total toll finde. Und jedenfalls sitzen die da zusammen und reden über die Inhalte des der Kleiderschränke, welche Kleidungsstücke besonders wichtig für sie sind, yada. Und das ist total interessant und schön so zum Abschalten. Und sie macht auch viele gute andere Videos und vor allen Dingen über Mode. Ich mag so Schminky-Pinky nicht, aber Mode, das finde ich noch ganz cool. Und was sie vor allen Dingen auch sympathisch für mich macht, sorry, ich rede jetzt hier so viel über Liz Purvis, manche von euch können vielleicht damit nicht anfangen, aber doch, wenn ihr jemanden sucht, und vielleicht Lust habt, mal reinzuschauen, schaut sie euch an. Auch ihr Instagram ist wunderschön. Und sie ist gerade mit ihrem Freund zusammengezogen und die Wohnung ist so traumhaft. Was würde ich jetzt sagen? Ah, genau. Was ich auch besonders gut fand. Sie hat ein Video über Eco-Mode gemacht und so Eco-Brands und nachhaltige Sachen. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Thema, nämlich Asus Eco Edit. Ich wusste nicht, dass Asus oder Asus sowas hat. Aber Asos hat eine ganze Seite, wo nur die Teile gelistet sind, die unter nachhaltigen und fairen Bedingungen produziert worden sind. Und das sind, wie ihr euch vorstellen könnt, nur so vielleicht, weiß ich gar nicht, 11 Seiten oder so. Also nicht, lange nicht alles, was Asos auf der Seite hat. Es ist viel Asos Eigenmarke dabei, Monkey, Esprit fällt mir jetzt ein und auch noch andere Marken natürlich, aber eigentlich ist es mein Wille, nur noch von dort bzw. von diesen Marken zu kaufen. Ich finde es zum Beispiel super toll, dass Monkey da mit dabei ist, weil Monkey macht auch echt coole Sachen und nicht nur so, ja, ihr wisst ja, so manche Ökomode und Biomode hat so einen gewissen Look. Das will ich halt eigentlich nicht, aber Monkey hat auch coole Sachen. Und das finde ich super von Asos, deswegen gibt es dafür auch einen Daumen hoch. Für Mode konnte ich mir aber gar nicht kaufen. Diesen Monat habe ich mir überhaupt was gekauft. Ja, das zeige ich euch auch gleich. Und zwar war meine Lederjacke, die ich seit der 7. Klasse, als ich in London war, seit ich 13 bin, also 7 Jahre oder so hatte, war total Schrott. Also wirklich, sie ist auseinandergefledert, wie das halt irgendwann ist. Ich weiß nicht mal, ob sie echtes Leder war, aber sie war auf jeden Fall nicht billig. Irgendwie 120 Euro oder so. Wir haben die damals im Topshop gekauft. Und ich habe die so geschleppt und ich glaube, dann ist es auch mal Zeit, sich eine neue zu kaufen. Natürlich kaufe ich mir kein Leder mehr. Aber ich wollte trotzdem eine gute Lederjacke. Es gibt ja die Fake-Ledersachen, die nach Fake-Ledersachen aussehen und die relativ gut aussehen. Und dann habe ich bei Asos geguckt und hatte so ein paar meiner Favoriten. Und am Ende ist es diese geworden von Barneys, eine Marke, die ich nicht kenne. Und eigentlich hat Barneys auch nur echte Lederjacke und das war die einzige Fake-Lederjacke und die war eben vom Preis her auch normal. Also ich war bereit, dafür mehr auszugeben. Und diese war gesenkt von 125 auf 50. Und ich so, go, nur.
Und dann gab es die wieder im Stock und dann habe ich sie mir geholt. Ich ziehe sie euch mal kurz an. Striptease, warte mal, vielleicht kann ich sie einfach über dieses Ensemble-Tool anziehen. Genau, und wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich die gerockt diesen Monat wie nichts anderes. Am liebsten würde ich die jetzt gleich anlassen. Ja, die einzige Jacke, die ich noch habe, ist meine Ringjacke. Aber die ist sehr sportlich und ich bin ja nicht so der sportliche Typ. Ihr wisst, eher casual but chic. Ich finde, die ist da sehr gut. Ja, das nächste auf meiner Liste, was ich brauche, ist ein Mantel. Und ich bin mir die ganze Zeit unsicher. Es gibt einen von Monkey, so mit Fell, der so wie Teddybär-Fell ist. Ob ich den holen soll oder ob der mir nicht zeitlos genug ist. Liz Purvis zum Beispiel hat den nämlich auch. Da bin ich noch gerade ein bisschen im Überlegen. Eigentlich will ich einen einfachen schwarzen, der aber auch nicht zu lang ist. Wir werden sehen. Mäntel sind auch was Teures. Eigentlich kann ich mir gerade nichts leisten. Was ich diesen Monat oft getragen habe, jetzt nicht mehr kann, weil ich gerade Herpes mal wieder bekommen habe, nach ewigen Zeiten. Ich hatte ganz, ganz lange kein Herpes mehr, bestimmt über 3-4 Monate, weil ich den Verursacher gecheckt habe, und zwar Sonne. Sonne! Deswegen trage ich seitdem immer, wenn ich rausgehe, auch wenn die Sonne nicht scheint, obviously, UV-Schutz auf den Lippen. Ich habe mir jetzt auch gerade eine neue gekauft, Dresden Essence, weil mein alter alle ist. Die mache ich aber erst, fange ich den dann an, wenn der Herbst weg ist. Jedenfalls dieser Lippenstift, und das haben mich auch so viele nach diesem Lippenstift gefragt. Eigentlich ist es ein Lip Liner von Trend It Up, die 270. Das ist ein schönes Rot einfach, ein dunkles Rot. Und ich will mich eigentlich auch an richtiges Ärmrot rantrauen, aber das ist hier so die Vorstufe davon. Und ja, I really like it. Yeah. Was ich ja schon angesprochen habe, zu Genüge, ist, dass ich umgezogen bin. Ich lebe jetzt in Erfurt in meiner Wohnung hier. Und die ist natürlich auch ein Favorit. Ich liebe meine Wohnung. Ich muss nur noch einen richtigen Filming-Spot finden. Ich finde den hier eigentlich nicht schlecht. Wobei nichts los ist. Und es wird auch nach und nach noch Möbel kommen. Vor allen Dingen jetzt, wenn der November da ist. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, diese Favoritenvideos heißen die ohne Grund Favoriten und Gerede, weil ich immer abschweife. Aber ich glaube, ihr mögt das. Ich muss mich mal entspannt einsetzen. Ich habe mir jetzt für den November vorgenommen, weil ich jetzt halt im Oktober wirklich nada Geld hatte. Ich musste mir von allen Geld leihen. Ich bin eigentlich ein Mensch, ihr wisst ja, wie ich ticke, so. Ich lebe im Moment und gehe gerne mal was essen und gebe gerne Geld aus und auch Eintritte und was weiß ich was. Und ich musste zu allem Nein sagen diesen Monat und auch zu meinen neuen so Freunden und so, wenn die was machen wollten. Ich immer so, nee, geht nicht. Ich muss auf jeden Euro habe ich geachtet. Und auch total gespart bei meinen Einkäufen und so, außer beim ersten. Aber das ist nicht schön. Und ich habe mir vorgenommen, so im November erstmal zu leben und das alles machen zu können. Andererseits hätte ich natürlich schon gern noch so einen neuen Tisch und ein paar Sitzmöglichkeiten. Übrigens, Wochenfavorit, eBay Kleinanzeigen, da habe ich ganz viel geschaut und bin auch immer noch am Schauen, was habe ich zum Beispiel daher. Mein Schreibtisch, den ich liebe. Ist das das Einzige, was ich letztendlich da gekauft habe? Sieht so aus. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel auf der Wunschliste, muss nur erstmal sparen. Und man kann echt gute Funde bei eBay Kleinanzeigen machen. Das einzige Problem ist, es ist meistens zum Selbstabholen. Das kann ich natürlich nicht alleine irgendwie eine Couch durch Erfurt tragen. Von daher bin ich jetzt so auf meine Familie angewiesen, dass die mal mit dem Auto vorbeikommen oder so. Aber so kleinere Sachen, so Lampen oder so, könnte ich mir auch selbst holen. Bestimmt würden manche Leute das auch mit einem Aufpreis hinbringen, weil sie selber ein Auto haben. Aber genau, das ist so das Problem bei eBay Kleinanzeigen. Aber ich bin da die ganze Zeit am Suchen. Bloß gerade macht es keinen Spaß mehr, weil ich kein Geld habe. Deswegen fange ich da auch erst ab nächste Woche wieder an, wenn Money is rolling. Für euch zur Info, ich habe, also meine Mutter, also meine Eltern bezahlen wir großzügigerweise natürlich diese Wohnung, die unglaublich viel kostet und sie ist auch viel zu groß. Mir würde dieser eine Raum hier, würde mir total reichen. Ich habe zwei Räume, aber die Wohnungssuche in Erfurt ist ganz, ganz, ganz schwierig.
Die kostet 44 Euro, dann kommt noch Strom dazu. Das sind, glaube ich, 30 Euro. Bald kommt noch Internet hinzu, das zahle ich alleine. Und was kommt auch noch? Die GEZ, 50 Euro alle 3 Monate. Das sind so viele Kosten, Leute. Genau, die bezahlen mir jedenfalls die Wohnung und den Strom. Und darüber hinaus bekomme ich noch 300 Euro, beziehungsweise von ihnen selber 200 Euro. Also insgesamt geben sie mir 600 Euro und 120 verdiene ich selber. Also habe ich ungefähr immer so 300 Euro im Monat, die ich ausgeben kann. Für Essen geht, glaube ich, gar nicht so viel weg. Also ich glaube maximal, jetzt in diesen Wochen habe ich einmal für 7 Euro eingekauft und für 10 Euro und da komme ich total gut hin. Aber es würde auch, oder ich würde gerne immer für 15 Euro oder so einkaufen gehen. Da gibt es dann schon ein bisschen mehr. Aber ihr wisst, ich habe mir auch vorgenommen, alles Bio zu kaufen, beziehungsweise so viel wie möglich. Aber es macht auch so Bock zu sparen. Ich war jetzt im Rewe und da gab es Haferflocken, Bio, für 2,49 und halt die Eigenmarke, ja, für 39 Cent. Da denke ich mir schon so. Und ich würde gerne so durch die Regale gehen und mir immer das Billigste raussuchen, weil das ist irgendwie, es macht Spaß zu sparen. Es würde auch Spaß machen, die ganzen Bioprodukte zu kaufen, wenn ich das Geld hätte. Man will immer das, was man nicht haben kann, wa? Aber ich habe jetzt so eine gute Mische. Manche Bioprodukte sind auch wirklich gar nicht teuer. Ja, so viel dazu. Also Fazit, meine Wohnung, I love. Ich fühle mich hier total wohl. Ich bin richtig happy. Es müssen bloß noch mehr Möbel rein. Und genau, Internet, hoffentlich. Uni ist natürlich auch ein Favorit, vor allen Dingen mein Hauptfach, Kommunikationswissenschaften. Macht mir super viel Spaß. Ich lese hier Textsammlungen mit Texten und ich finde alles super interessant. Und ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren Schulzeit gemacht habe oder was die mit mir gemacht haben. Aber Lernen ist eigentlich so geil. Ich liebe Lernen. Ich liebe mich mit was zu beschäftigen, was mir Spaß macht und wofür ich mich interessiere. Und da auch mal dafür zu pauken und Zeit rein zu investieren. Und das ist so das Schöne am Studium. Und man ist mit Leuten zusammen, die alle auch so ticken wie du und alle die gleichen Interessen haben. Deswegen auch meine Uni-Freunde, so die ich jetzt kennengelernt habe, so meine kleine Gruppe, ich bin total happy mit denen. So, ich weiß nicht auch nicht, wir haben uns von Anfang an gut verstanden, wir sind alle erwachsen und alle sind nett zueinander und es gibt keine so Zickereien und so. Es ist einfach echt, ist echt schön. Aber ich kann dann auch, ich freue mich auch, wenn ich nach Hause gehen kann und hier einfach alleine sein kann. Also es ist best of both worlds, besser kann es nicht sein. Ich habe jetzt sogar eine, habe ich ja schon erwähnt, Taylor Swift-Freundin gefunden, mit der ich zu Taylor Swift rumtanzen kann. Das haben wir zwar noch nicht gemacht, aber steht ganz oben auf der Liste. Und Taylor Swifts neues Album kommt am 10. November raus. Das ist nicht mehr lange, ich bin so aufgeregt. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, meine Familie hat mir jetzt in der Zeit unglaublich geholfen und auch ich war letzte Woche ja zu Hause und es war wie Urlaub. Ich habe mich so gefreut. Mein Bruder und meine Mama, die haben mich von Fahrschule abgeholt. Das war eine Überraschung, also dass mein Bruder mitmacht. Von meiner Mama wusste ich, dass sie mich abholt. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe vergessen zu blinken. genau, und dann waren wir einkaufen, so wie in alten Zeiten. Ich habe mir ganz coole Sachen mitgenommen und dann haben wir alle zusammen Abend gegessen. Und es war wirklich so ein schöner Abend. Am nächsten Tag zusammen gefrühstückt und Mittag gegessen. Also Familie ist einfach so wichtig. Und dann irgendwann merkte ich, dass mein Bruder mir Geld überwiesen hatte bei PayPal. Und das stand so Family Support. Und ich so, wow. So, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das hat mir so viel bedeutet. Und mein Bruder, müsst ihr wissen, hat mir schon so viel ermöglicht und bezahlt und gespendet. Das kann ich gar nicht in Worte fassen und ich weiß nicht, wie ich ihnen das jemals zurückgeben kann, aber wenn ich mal Geld habe, gebe ich erstmal meiner ganzen Familie was. Auch mein anderer Bruder, der hatte mir jetzt Geld für die letzten Fahrschulstunden geliehen. Also ich bin wirklich, ich hab's gut. Ich hab's wirklich gut. Ganz zu schweigen von meiner Mutter und meinem Vater, die alles bezahlen. Also Familie ist ganz große Liebe. Was ich auch sehr liebe. Und damit will ich auch ein bisschen Leuten von euch so die Angst nehmen.
Ich bin ja nun 3 Wochen hier, oder? Ich glaube schon. Und führe eine Fernbeziehung. Aber in dieser Zeit ist irgendwie alles nur noch besser geworden. Also es ist nicht so, dass wir auseinanderwachsen und uns auseinanderentwickeln, sondern irgendwie sind wir gefühlt näher beieinander. Weil dadurch, dass wir so wenig Zeit haben, letzte Woche hatten wir nicht mal 24 Stunden am Wochenende, dadurch wird alles intensiver und kompakter und man spricht Dinge an und behält sie nicht für sich und will das Beste aus allem machen und das finde ich irgendwie unglaublich wertvoll. Und man lernt so eine Person nicht für gegeben zu nehmen und das ist echt, das ist schön und das, ja, das hat mir irgendwie Hoffnung gemacht, dass das alles gut funktioniert. Natürlich würde ich auch sehr gerne meinen Freund bei mir haben, 24/7, aber irgendwann vielleicht. Aber auf jeden Fall, falls ihr eine Fernbeziehung führt oder führen müsst, irgendwann, alles wird gut werden. Wenn es sein soll, dann wird es sein. Zu guter Letzt schließen wir mein Geplapper ab mit Tier in dir. Das ist natürlich mein großer, großer, großer Favorit für diesen Monat. Für die von euch, die den Schuss immer noch nicht gehört haben, ich habe mit 2 wunderbaren Mädchen, Frauen, Kolleginnen, Freundinnen ein Online-Magazin, was auch als richtiges Magazin im Zeitschriftenladen erscheinen wird, herausgebracht. Jetzt ist es gerade ein Blog. Tier in dir eben. Und wir arbeiten da sehr hart dran, haben es die ganzen letzten Wochen getan und tun es auch immer noch. Auch wenn wir alle keine Zeit so richtig haben, weil wir nebenbei studieren oder irgendwie Fotografiemappen fürs Studium vorbereiten. Wir haben richtig Bock auf die Sache und Lust, dass ihr mitmacht. Und es ist so gut angekommen, die ersten Posts, der erste Tag. Ihr habt euch alle total gefreut und uns schon Texte geschrieben. Und es bedeutet mir einfach so viel und ich könnte da Stunden drüber reden. Aber ich möchte einfach ein riesengroßes Dankeschön sagen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut in die Infobox, schaut euch das an und schaut, ob ihr vielleicht auch was beitragen wollt. So, ihr Hübschen, das war's mit meinem Video. Ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke für alles. Habt euch lieb.